Hallo, heute schauen wir uns das Thema Vögel im Winter ein wenig näher an. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man weiß, dass man Vögel in Standvögel oder Zugvögel unterscheidet. Standvögel bleiben das ganze Jahr an einem Ort, das heißt sowohl im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zugvögel hingegen fliegen immer der Sonne hinterher und im Winter wird es ihnen in Deutschland zu kalt und sie fliegen in den Süden, wo es wärmer ist. Heute nehmen wir vier der in Deutschland beheimateten Vogelarten, die im Winter hier bleiben, genauer unter die Lupe. Wir starten mit der Amsel. Bei der Amsel sehen Männchen und Weibchen unterschiedlich aus. Auf dem Foto siehst du ein Männchen. Du erkennst das Männchen an seinem gelb-orangen Schnabel, seinem pechschwarzen Gefieder und am liebsten frisst es Äpfel, Rosinen, Haferflocken und Weizenflocken. Die weibliche Amsel hat ein etwas unauffälligeres Gefieder. Wenn man von oben drauf schaut, ist es meistens dunkelbraun. Am Bauch kann es helle Flecken aufweisen und auch ins hellbraune übergehen. Als nächstes schauen wir uns die Elster an. Elstern haben ein schwarz-weißes Gefieder. Die schwarzen Federn können aber auch wunderschön bläulich schimmern. Das Männchen und das Weibchen sehen gleich aus. Es gibt keine großartigen Unterschiede in ihrer Gefiederzeichnung. Besonders auffällig ist bei der Elster der sehr lange glänzende Schwanz. Am liebsten fressen Elstern ganze Erdnüsse, Maiskörner oder Haselnüsse. Die nächste Vogelart, die wir uns genauer anschauen, ist der Haussperling. Auf der linken Seite siehst du das Weibchen. Auf der rechten Seite das Männchen. Man kann direkt erkennen, dass beide sich in ihrer Gefiederfärbung sehr unterscheiden. Während das Männchen doch kräftigere Brauntöne in seinem Gefieder hat, ist das Weibchen eher unscheinbar. Das schützt sie vor allem, wenn sie kleine Küken hat, davor, von Fressfeinden gefunden zu werden. Die letzte Vogelart für heute ist die Kohlmeise. Du kannst sie sehr gut an ihrer gelben Brust, dem schwarzen Streifen auf der Brust, dem weißen Fleck auf der Wange und dem schwarzen Kopf erkennen. Kohlmeisen sind die größte Meisenart, denn es gibt noch mehr Vögel, die zu dieser Familie gehören. Außerdem sind sie ganz schön freche Vögel. Bei den Weibchen und den Männchen gibt es soweit keine Unterschiede. Nun hast du vier verschiedene Vogelarten kennengelernt, die den Winter in Deutschland verbringen.